Caramba, Karacho und jede Menge Konfetti geht es auch in Overijg ins bunte Fastnachtstreiben. 32 Gruppen ziehen an dem vom Blauring organisierten Fastnachtsumzug an diesem frühlingshaften Samstagnachmittag durch das reichlich mit heiterem Publikum gesäumte Dorf. Angeführt wird der Umzug von der Guckenmusikgruppe Caramba, bestehend aus Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen der Oberstufe Overijg Rüti, gefolgt von verschiedenen kreativ verkleideten Gruppen. Die Nuklearsprenger aus Thal zündeten wieder mit sehr viel Hingabe ihre Gangsters Paradise Rakete. Andrin Willi an den Drums sieht man förmlich an, dass er die Musik einfach so richtig fühlt. Aber auch die anderen Mitglieder der Guggenmusikgruppe sind fantastische Musiker. Es macht einfach Spaß, ihnen zuzuhören. Der KTV Overijg, der schon seit Jahren mit seinen verschiedenen Riegen, aber vor allem der Jugendriege am Overijger Umzug teilnimmt, hatte dann auch noch eine tolle Geschichte zu ihrem wunderschön gestalteten Wagen zu erzählen. Also bei uns ist es so, wir sind jedes Jahr eigentlich an diesem Umzug dabei, mit den Jugendriegen und natürlich ein paar Erwachsene, eigentlich Leiter und auch so von den anderen Riegen. Wir sind jedes Jahr mit dem Thema, das ist ein bisschen speziell, von unserer Turnerunterhaltung dabei. Die Turnerunterhaltung ist einmal gerade einen Monat vorher, also Anfang Januar. Und dieses Jahr war das Thema auf und davon. Und so haben wir auch dieses Jahr eben zu dem Thema einen Wagen gemacht. Und das Spezielle bei uns ist, wir starten immer mit dem Wagenbau heute Morgen, also da heißt es am Samstagmorgen vom Umzug, am 8. Und bis um 12 Uhr ist der Wagen gemacht, so wie er jetzt hier steht. Und dann gehen wir einen Umzug. Und nach dem Umzug wird der Wagen wieder abgebaut. Da heißt es, danach gibt es den Wagen keine 24 Stunden. Und dann gehen wir mit der ganzen Schar, ca. 40-50 Kinder und die Erwachsenen mitgeholt von dem Umzug. Weil da ja eben das Thema der Unterhaltung jeweils ist, haben wir jedes Jahr ein anderes Thema. Da heißt, letztes Jahr zum Beispiel war das Thema Zirkus. Da haben wir ein Zirkuszelt auf den Wagen gemacht und sind halt als Artisten und als Klön gegangen. Dieses Jahr ist das Thema eben, wie gesagt, auf und davon. Das sind ja die Auswanderer, die aus der Schweiz in die ganze Welt auswandern. Und dann, nächstes Jahr wissen wir es noch nicht, weil es gibt ein neues Unterhaltungsthema. Und da werden wir dann auch wieder zu diesem Thema einen Wagen machen. Speziell vielleicht, wir sind immer mit dem Rapid unterwegs, schon seit mehr als 15 Jahren. Immer das gleiche Gefährt, das ausgerüstet wird und wo man schmückt und nachher so dann miteinander am Umzug sind. Und ganz speziell dieses Jahr, wir sind Titelverteidiger. Also wir haben letztes Jahr den Fastnachtsumzug gewonnen mit unserer Gruppe und sind jetzt natürlich gespannt, was dieses Jahr dann rausschaut. Wir sind Kriesner Ringer und unser Motto ist: Ich lese auch ein Streichel zu. Wir
Wir haben dieses Jahr den Schweizer Meistertitel holen gegen den RC Willisau Lions.